gehen jetzt mal nach Österreich und zwar nach Gradwein. Ich weiß nicht, wo das liegt in Österreich. Gradwein, dort wohnt Sandro Stadtmann. Sandro Stadtmann aus Gradwein, eine sehr schöne Frage, hört genau zu. Warum wird die Speisekarte der 1700 Meter hoch gelegenen Neugartenalm, da ist ein Restaurant, einmal im Jahr von einem Friseur kontrolliert? Die ist auf einer Kuh drauf. Richtige Antwort. Das ist eine Unverschämtheit. Ich wollte euch noch die Information geben, dass die Neugartenalm in Kärnten liegt. Kurz vor dem Gerlitzen-Gipfel in ca. 1700 Meter Höhe. Was eine echte Hilfe gewesen wäre. Kommt einmal im Jahr ein Friseur aus Villach und kontrolliert die Speisekarte. Ich zeige euch warum. Wie geil. Die Apfelstrudel. Der muss nämlich gucken, ob das noch draufsteht. Und wenn nicht, muss er nachfärben. Und mehr gibt's da nicht. Nee, aber es da gibt's bestimmt noch ein paar Kühe, aber wir haben die beiden Fotos jetzt zur Verfügung gestellt bekommen. Du kannst ja wechseln, mal als Nachtisch Apfelschudel oder Karsnudel als Nachtisch. Natürlich. Das geht ja auch. Ja. Das und das wird gefärbt, nicht irgendwie gebrandet oder so. Das ist richtig Haarfärbemittel und dann färbt ihr die Kühe wieder ein. Ja. Jetzt ist Sandro aber ganz schön traurig zu Hause. Da überlegst du dir tagelang eine Frage und dann kommt so ein kleiner Mann und macht alles kaputt. Also so schnell. Das so schnell hatten wir's, genial. So schnell hatten wir es ja noch nie und ich habe für die Antwort 3 Karten. Das ist, soll ich es vorlesen, Herr Balder? Danke, nein. Och, jetzt ist er enttäuscht. Jetzt bin ich sauer. Oh, entschuldige dich. Zieht euch warm an. Jetzt geht's los. Ich bin doch nicht sauer. Das tut ihm leid. Dirk Freudenberg wohnt in Mülheim am Main und hat eine sehr interessante Frage. Wir alle kennen und lieben Heinz Schenk. Warum wandte Heinz Schenk 1985? Bei einer Ausgabe des Blauen Box plötzlich der Kamera den Rücken zu. Ja, weil ihm das Gebiss rausgefallen ist. Richtige Antwort, ja. Korrekt. In Offenbach am 23. Mai 1985, Heinz Schenk sang wie immer das Begrüßungslied, als ihm bei einem langen Ton plötzlich die Oberkieferzahnprothese rausfiel. Und er hat sich intensiv sofort umgedreht und das Teil wieder reingeschoben. Haben Sie gesagt intensiv oder meinen Sie intuitiv? Beides. Instinktiv. Ja. Instinktiv. Er hat instinktiv, intuitiv und intensiv umgedreht. Wieso sagt ihr nicht einfach sofort? Das oder so. Ja, Dirk, es tut mir leid, hätte ich nicht gedacht, aber Frau von Sinnen. Das fällt mir auf, er hat es ab da immer draußen gelassen. Ja. Ich habe immer gedacht, warum sieht der Mann seit diesem Tag so komisch aus? Aber er wollte einfach verhindern, dass. Was war eigentlich der blaue Bock, wenn ich das kurz einschiebe? Im blauen Bock beim Äppelwein, da singt man frohe Lieder. Im blauen Bock beim Äppelwein, da lass dich ruhig nie. Jetzt nochmal Dieter nur alleine. Nur, es ist eine sehr intellektuelle. Timo Glocker aus Köln, ich drücke Ihnen jetzt den Daumen. Ja? Es geht um 500 Euro. Timo möchte Folgendes wissen. Wir sind schon wieder in der Schweiz. Zufall. Timo möchte wissen, was versteht man in der Schweiz unter einem Iglu-Fahrer? Iglu-Fahrer? Iglu-Fahrer. Das ist jemand, der einfach sein Auto nicht sauber macht, wenn Schnee drauf liegt. Und der einfach hofft, dass keine Kurve kommt. Richtige Antwort. Kann man das lernen? Aber da hat deine Anfahrt länger gedauert als das. Aber ich habe es gar nicht begriffen. Was war die Antwort? Was
war die Frage, das ging viel zu schnell. Wer sein Auto nicht kratzt, wenn es voll geschneit ist. Also, der Iglo-Fahrer ist eine faule Sau. Es hat geschneit, das Auto ist schneebedeckt. Dann kommt der Fahrer, dann macht er so ein Guckloch rein und dann fährt er los. Das ist ein Iglo-Fahrer und das ist sehr gefährlich. Und die Schweizer Polizei nennt sowas Iglo-Fahrer, kann bestraft werden mit Führerschein dazu. Ja. Oder man wird mit... Meine Damen und Herren, jetzt gehen wir mal nach Stuttgart. Dort wohnt Hans-Joachim Gensler. Und Hans-Joachim Gensler möchte wissen, was ist ein Wörterbuchangriff? Ein was? Ein Wörterbuchangriff. Rüttli-Schule, sage ich nur. Das ist genau, wenn die Dinger nicht gelesen, sondern geworfen werden. Ein Wörterbuchangriff. Was darf ich lösen? Nein. Wir sind in der Kryptologie. Der Wörterbuchangriff ist ein Angriff auf ein passwortgeschütztes irgendwas, in dem man ein gesamtes Wörterbuch durchgeht und versucht, auf diese Art und Weise das Passwort zu finden, was da gebraucht wird. Wo, in welchem? Irgendwelche Passworte, wahrscheinlich im Internet. Hacker. Hacker benutzen das. Ich lasse gelten. Ja! Die meisten Leute schützen ihre Computer eher mit Namen wie Schätzchen, Liebling oder irgendwelchen Vornamen. Marianne, Thomas, Hugo, was weiß ich. Warzenbeißer. Sowas. Kann man sich einfach merken. Und für Hacker sind solche Passwörter leicht zu knacken. Sie starten ihre Attacke auf den Computer mit Programmen, die mit dem Inhalt zahlreicher Lexika gefüttert sind. Also mit Listen von Wörtern und Namen aus sehr vielen Sprachen. Daher Wörterbuchangriff. Richtig. Sehr gut. Sehr gut erkannt, Herr Hoiker. Ich bin begeistert von Ihnen. Ja, es läuft sehr erfolgreich. Sie wachsen heute über sich hinaus, muss ich sagen. Das ist erstaunlich. Hans-Joachim, es tut mir wahnsinnig leid, aber... Der Streber hat wieder zugeschlagen. Ich kann es nicht ändern. Das habe ich auch lange nicht mehr gehört. Ja, Heinrich Wirz. Lass ihn, komm, lass Heinrich ihn. Heinrich Wirz.